Ich bin der Herr Nischstaudinger. Ich habe angefangen mit dem Schuhgeschäft und daraus ist die Einzelhandelsgruppe GEA entstanden, wo wir jetzt rund 35 Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben. Und ein gutes Drittel von diesen Geschäften sind unsere eigenen. Parallel dazu haben wir die Waldviertler Werkstätten, die den Großteil der Waren, die wir in diesen 35 Geschäften verkaufen, entweder erzeugen oder erzeugen lassen. Und in unserem Fall ist es so, dass das quasi wie zwei Geschwister sind. Auf der einen Seite die GEA, auf der anderen Seite die Werkstatt. Und leben lassen war das Rezept, in dem wir überlebt haben. Und leben lassen ist das Rezept, mit dem wir jetzt recht erfolgreich sind. Und leben lassen ist das Rezept, das wir gern predigen möchten. Es hat mir in einem Wirtshaus einer Schuhe gezeigt und ich habe so unter den Tisch reingeschaut und er hat von den Schuhe so geschwärmt, die er an seine Füße unter den Tisch angehabt hat. Und ich habe gesagt, weißt du was, Peter, ich werde jetzt Schuhhändler. Ich habe mich aber mein Leben lang nie für Schuhe interessiert. Und diese Wirtshausszene war jetzt vor ungefähr 33 Jahren. Und witzigerweise ist dieser Augenblick weichenstellend für mein Leben geworden. Ich habe angefangen mit einem Schuhgeschäft und habe die Schuhe aus Dänemark und Deutschland gekriegt. Und habe dann im 83er Jahr, also vor genau 30 Jahren, den Immervoll Karl kennengelernt von Heidenreich Stein. Der war Berufsschullehrer in der Berufsschule in Schrems. Und ich habe ihm angejammert, dass ich Lieferprobleme mit meinen Lieferanten in Dänemark und Deutschland habe. Und er hat bemerkt, dass immer weniger Lehrlinge für Schuhmacherei daherkommen. Und er hat immer so gekämpft auf Seiten der Arbeitslosen. Und wie er gehört hat, dass ich Lieferprobleme habe, hat er gesagt, das ist super, wir haben so viele Arbeitslose, gründen wir eine Schuhwerkstatt. Damals im 94er Jahr waren wir 12 Leute und haben ungefähr 4 Millionen Schilling Umsatz gehabt. Und jetzt sind wir 130 Leute und haben knapp 12 Millionen Euro Umsatz. Was verstehen Sie unter einer nachhaltigen Unternehmensführung? Wir bemühen uns, dass wir Mensch und Natur weniger schaden. Und jetzt glaube ich zum Beispiel, dass das, was, wie wir das relativ bescheidene Leben üben, dass das ganz ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit ist. Weil ich ganz, ganz fest überzeugt bin davon, dass wir so als Konsumschweine, wie es wir in Europa und Nordamerika sind, das wissen wir, so hat der Planet keine Überlebenschance. Das heißt, wir müssen sowieso lernen, bescheidener zu sein. Ich bedauere also, dass wir so im Tempo nicht zurückgehen können, weil das quasi eine Wettbewerbsnotwendigkeit ist. Und ich bin wahnsinnig stolz auf das, was wir ökologisch alles zusammengebracht haben, wie dass die Sonne doppelt so viel Strom liefert, wie wir mit der ganzen Firma mit 130 Leuten brauchen, weil wir so viel Photovoltaik errichtet haben, mit Einlagen unserer Kunden. Oder ich bin auch stolz auf die Sanierung unserer Häuser, wo wir nicht mehr 35.000 Euro für Gas und Öl ausgeben, sondern jetzt 15.000 Euro für Waldviertler Holz. Sie importieren das Leder aus dem Ausland? Es gibt kaum die Möglichkeit, Leder in Österreich einzukaufen. Die Konzerne können in Asien billig erzeugen lassen. Haben bis vor 2 Jahren haben die chinesischen Schuhe im Durchschnitt 1,25 Euro Abgaben zu leisten gehabt, wenn sie in die EU importiert worden sind. Wir zahlen 10 Euro pro Paar. Wenn wir den Schuh zur Gänze in Schrems machen,
allein an Lohnsteuern und Sozialversicherung für die Arbeiterinnen, die den Schurch machen. Und diese Fehlentwicklung wird genauso bleiben, wie sie jetzt ist, wenn wir sie nicht von unten anfangen zu kritisieren und alles tun, um es zu ändern. Weil die, die jetzt Nutznießer dieser Rahmenbedingungen sind, die werden es nicht ändern. Was unterscheidet die Mitarbeitersituation beim Waldviertler Schuhunternehmen zu den Mitarbeitersituationen in anderen Betrieben? Und was zeichnet diesbezüglich das Waldviertler Schuhunternehmen aus? Ein wesentlicher Unterschied ist, dass wir mal schlechter zahlen. Und die schlechter zahlen quasi ein Gebot aus dem Überlebenswillen ist. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die Schuster schon keine Chance haben auf gute Löhne, dann sollen die anderen, die es leichter hätten, bessere Löhne zu kriegen, wie zum Beispiel Verkäufer, Buchhalter und so weiter, irgendwie Signale der Solidarität mit den Schustern haben. Und dann haben wir uns entschlossen, dass wir die Nettolöhne in einer Spreizung von 1 zu 2 erlauben. Das heißt, unsere schlechtesten Löhne sind rund 1.000 Euro netto und unsere besten Löhne sind rund 2.000 Euro netto. Aber dann haben wir auch, dass wir den Bauern wöchentlich Eier, Gemüse und Gas abkaufen. Das steht dann auch auf Tischen und alle Mitarbeiter kriegen was. Und das ist relativ billig und ist trotzdem, finde ich, so ein sinnvoller Beitrag zum guten Leben. Und ich glaube eigentlich, dass in die Richtung gehen müssen. Billiger Leben, bescheidener Leben, mehr fürs Lebendige selber tun, mehr Zeit für Kontakte und Freunde haben. Und das, glaube ich, das war wesentlich gesünder und dann weniger Ärzte brauchen. Das fand ich super. Waldviertler ist ja auch im Zuge von Sozialprojekten entstanden, indem man Arbeitslose einen Job angeboten hat. Aber funktioniert das immer noch so oder hat sich das eigentlich verändert? Losgegangen ist mit fast ausschließlich Arbeitslose, die da Arbeit gefunden haben. Die Zahl derer, die bei uns eine Arbeit sucht, weil es bei uns arbeiten möchte und nicht woanders arbeiten möchte, die ist ganz enorm im Wachsen. Und wir sind auch froh, wenn Leute von außen Qualifikationen und ein Können mitbringen, das wir brauchen können. Und im Grunde genommen freue ich mich, dass wir als Arbeitgeber attraktiv geworden sind, nicht nur für Arbeitslose. Es gibt zehntausende Klein- und Mittelbetriebe, die mit den Banken Ähnliches erlebt haben wie wir. Dass die Bank Sicherheiten nicht mehr akzeptiert hat, die vor 15 Jahren selbstverständlicher Wert waren, der belehnbar war, zum Beispiel Warenlager. Es muss jeder Friseur, jeder Wirt, jeder kleine Metzger das Recht haben, bei Freunden und Verwandten, Kunden und Mitarbeitern Geldeinlagen anzunehmen. Und jetzt glaube ich, dass wir uns nicht einbüten brauchen, dass die Banken in den nächsten Monaten ein weiches Herz kriegen werden und auch Klein- und Mittelbetrieben ein Geld geben werden. In Wirklichkeit ist das längst der Fall, dass Millionen Betriebe in Europa gegründet worden sind, weil sie das Startgeld von der Verwandtschaft oder Freunden gekriegt haben. Und ich glaube, unsere Krise
schaut nur weit schlimmer aus, wenn es dieses Zusammenhelfen nicht gab. Und ich find's eine Unerhörtheit, dass diese Bankenlobby es zusammengebracht hat, dass wir ein Gesetz haben, das es zum Monopol der Banken macht, Geld in der Bevölkerung einzusammeln. Der wertvollste Rückhalt ist eigentlich das, dass seit dieser Konflikt mit der FMA in der Öffentlichkeit ist, unsere Geschäfte noch besser und noch besser und noch besser gingen. Wir verlieren trotzdem nichts, wenn wir uns bemühen, menschengerecht und naturgerecht zu agieren, weil ich glaube, dass wir auf diesem Weg, wo wir uns bemühen, liebenswürdige Menschenkinder zu sein, dass wir da mehr vom Leben verstehen lernen als in dieser Turbowirtschaft. Unsere Chancen sind nicht besonders gut, dass wir da, sagen wir, mehrheitsfähig werden. Und ich sehe es trotzdem so, dass es viel, viel beglückender ist, auf diesem Ufer aktiv zu sein und sich zu bemühen, als meinetwegen im Börsenhandel eine weitere Effizienzsteigerung zu entwickeln. Nein, wir müssen woanders hin. Wir müssen dorthin, dass es den Menschen gut geht. Und dass wir die Natur, von der wir eigentlich leben, nicht vernichten. Ich habe das Glück gehabt, dass ich 19-jährig eine große Afrika-Reise gemacht habe. Ich habe dieser Reise zu verdanken, dass mir doppelt unterstrichen klar geworden ist, dass es im Leben nichts Wichtigeres gibt als das Leben. Es sind nicht die Schuhe, es sind nicht das Möbel, es ist nicht das Geld, es ist nicht die Wohnung, es ist nicht das Auto, es ist nicht die Karriere, sondern das Leben selber. Und das kann man in Afrika so schön mitkriegen, weil das Leben oft viel ursprünglicher und reiner ist, während es bei uns häufig zudeckt ist mit allem möglichen Plunder. Auf jeden Fall mein Engagement für Afrika. Der Grund ist Dankbarkeit. Und das, was wir zusammenbringen, ist so ein kleines Signal der Geschwisterlichkeit. Und da würde ich sagen, dass wir mindestens so große Nutznießer von dieser Hilfe sind, wie die Empfänger. Mir hat der Tag sehr gut gefallen, weil ich sehr gut finde, dass es solche Betriebe in Niederösterreich, Österreich und überhaupt global gibt. Und ich bin sehr beeindruckt, wie man aus dem Kleinen heraus Großes aufbauen kann. An dem heutigen Besuch in der Firma hat mir sehr gut gefallen, dass die Mitarbeiter sich untereinander sehr gut kennen und sich sehr gut verstehen. Und ich glaube, das Zusammenleben wird da in dieser Firma sehr gut gefördert untereinander. Vom Betrieb her hat mir am besten gefallen das Klima unter den Mitarbeitern und im Betrieb. Das war im wahrsten Sinne des Wortes umwerfend. Das findet man da ganz selten. Ich habe es heute sehr interessant gefunden. Eigentlich alles, ganz insbesondere selber mal vom Firmengründer zu hören, wie das alles ins Rollen gekommen ist. Und ich finde es ziemlich toll, dass es in Österreich solche Unternehmen gibt, bei denen nicht nur auf Profit geschaut wird, sondern auch auf Soziales, Nachhaltigkeit und Ökologisches. Also mir hat der Tag heute sehr gut gefallen. Ich finde, die Mitarbeiter haben es in diesem Unternehmen ziemlich gut. Am Henny sagt man einfach, dass er authentisch ist, dass er nicht mit der Stromlinie schwimmt sozusagen und dass er einfach sein Ding durchzieht.